Herzlich willkommen, verehrte Damen und Herren, zur heutigen Sendung aus dem Rathaus zum Thema Corona. Leider verfolgt uns das noch immer. Herr Dr. Georg Schneider steht uns als Krisenstabsarzt weiterhin mit Rat und Tat zur Seite. Die Kurve hat einen sehr diffusen Verlauf. Wir waren schon mal bei über 75, sind dann runtergegangen auf nur noch 11. Zurzeit geht es wieder leicht nach oben, aktuelle Zahl 25. Corona ist immer noch nicht vorbei, Herr Dr. Schneider? Nein, Corona ist immer noch nicht vorbei. Wir haben teilweise diffuse Ausbruchsgeschehen. Wir können es teilweise nicht mehr gut zuordnen, zumindest hier in der Region. Wir haben anders in der ganzen Bundesrepublik viele Ausbrüche in Altenheimen, in Pflegeheimen und in großen Firmen. Wir können es hier nicht zuordnen. Es ist ein diffuses Geschehen, möglicherweise auch bedingt durch die neue Mutation. Wir haben in Deutschland aktuell 15.000 Neuinfektionen pro Tag. Das ist deutlich weniger als vor 4 Wochen, aber wir haben immer noch über 800 Tote und das ist dramatisch. Diese neue Mutation ist ja auch im Kreis Paderborn inzwischen angekommen. Was hat es eigentlich auf sich mit dieser Mutation? Warum ist die so besonders ansteckend? Es scheint zu sein, dass sich das Virus, das mutierte Virus, besser auf den Schleimhautoberflächen halten kann, dass es beim Ausstoß sich länger in der Luft und auch aggressiver beim Gegenüber, wenn er es denn aufnimmt, verhalten kann. Und die Infektionsrate damit deutlich steigt. Man geht beim RKI-Institut davon aus, dass man sagt, die Infektiosität ist ungefähr 0,5% höher im R-Wert gemessen. Wir haben zurzeit einen R-Wert von ungefähr 0,8. Das heißt, wenn 100 Patienten erkrankt sind mit dem normalen Virus, werden 80 Patienten möglicherweise angesteckt. Bei dem neu mutierten Virus, da würde man sagen, wenn 100 Patienten erkrankt sind, würden 130 angesteckt, dann werden die Zahlen wieder steigen. Deswegen ist es umso wichtiger, jetzt weiter die Abstandsregeln, das Belüften und die Kontaktbeschränkungen durchzuführen. Also noch mehr Abstand als 1,50 Meter. Könnte das eine Auswirkung sein? Ja, überall da wo es geht, noch mehr Abstand, noch weniger Kontakte, noch besser lüften und vor allen Dingen nicht notwendige Besprechungen, Versammlungen, Kontakte reduzieren. Ja, der große Hoffnungsschimmer sind natürlich jetzt die Impfungen. Wir warten alle drauf, ein katastrophaler Start hier in Deutschland mit den Impfungen. Trotzdem, wir gucken nach vorne. Es sollen neue Impfstoffe demnächst geben. Und wir hoffen ja, dass auch bald die Impfungen vor Ort stattfinden können. Wann ist es soweit? Ja, das kann man noch nicht ganz genau sagen. Ich sehe das auch so, dass man sich mit Kritik wirklich zurückhalten muss. Der Impfstart ist angelaufen, vielleicht etwas holprig, aber wir haben 3 Millionen Bürgerinnen geimpft, davon 2 Millionen in den letzten 21 Tagen mit der Erst- und Zweitimpfung und über 850.000 mit der Erstimpfung. Wir haben pro Tag ungefähr 120.000 neue Impfungen in den Impfzentren im Kreis Paderborn und im Kreis Höxter im Brackel werden die Impfzentren für die Priorisierungsgruppe der über 80-Jährigen am kommenden Montag aufmachen. Man rechnet mit 8 bis 10 Wochen Belegung der Impfzentren durch diese Gruppe. Dann sind wir nach Ostern. Ich glaube, in dieser Zeit wird das Impfen auch in den niedergelassenen Praxen oder in Schwerpunktpraxen möglich sein. Ganz wichtig ist, dass genügend Impfstoff zur Verfügung steht, dass wir nicht sagen, es gibt 10 Dosen und 50 Patienten prügeln sich drum oder der Hausarzt muss priorisieren. Ganz wichtig ist, sobald genügend Impfstoff zur Verfügung steht, kann geimpft werden durch die Priorisierung, die natürlich vom Land vorgegeben werden muss. Ja, das ist ja das Thema Impfkannibalismus derzeit. Der eine kämpft gegen den anderen. Stattdessen sollte es Impfsolidarität geben. Wir sollen froh sein über jeden, der sich jetzt impfen lassen kann. Was raten Sie denn über 80-Jährigen? Sollen die warten, bis man vor Ort impfen kann mit den neuen Impfstoffen oder sollen die jetzt auch schnellstmöglich buchen, damit sie nach Salzkotten kommen und ihre Impfung auch zeitnah verabreicht bekommen? Ja, also jeder, der die erforderliche Mobilität hat und die Möglichkeiten hat, zum Impfzentrum zu kommen, soll auf jeden Fall buchen. Die Buchungstelefone sind geschaltet, auch die Online-Buchung ist geschaltet. Es muss der Ersttermin gebucht werden, es wird der Zweittermin auch rausgegeben. Das ist ganz wichtig, hakt es mal, man bekommt nur den Ersttermin. Kriegt man beim Impfen den Zweittermin, hakt es mal, man bekommt nur den Zweittermin, kriegt man den als Ersttermin und kriegt danach seinen Zweittermin. Jeder, der kann, soll buchen. Auf der Seite des Kreises Paderborn, www.kreispaderborn.de, sind alle Informationen drauf. Es ist ein eigener Button eingerichtet für die Anmeldung in den Impfzentren. Das ist eine ganz, ganz wichtige Sache. Lassen Sie sich helfen von Angehörigen, von Enkelkindern, von Sohn und Tochter. Jeder, der mobil ist, bitte suchen Sie das Impfzentrum auf. Auch wir unterstützen sehr gerne, wenn es da mal zu Problemen kommen sollte. Jetzt gibt es neue Impfstoffe auf dem Markt, sind angekündigt. AstraZeneca soll dann insbesondere auch für die unter 65-Jährigen sehr hilfreich sein. Viele haben aber Angst und sagen, AstraZeneca hat nicht so einen hohen Wirkungsgrad wie vielleicht BioNTech. Was sagen Sie? Kann ich mir auch eine AstraZeneca-Spritze verabreichen lassen?
Ja, wenn Sie dran sind, können Sie die dann verabreichen lassen. Momentan ist es noch so, dass die Priorisierung fehlt für die Gruppe der 18- bis 64-Jährigen. Das wird nächste Woche der Fall sein. Es wird in den Feuerwehren geimpft werden müssen, es wird bei der Polizei geimpft werden müssen, es wird in der Bevölkerung geimpft werden müssen, das wird am Wochenende festgelegt werden müssen von Herrn Spahn. Die Bundesregierung hat gesagt, in Deutschland wird kein Impfstoff zugelassen, der nicht das Prüfungsverfahren durchläuft, wie jeder andere Impfstoff in Deutschland auch. Deswegen ist es dazu gekommen, dass der AstraZeneca-Impfstoff, der ja in anderen Ländern auch weit über 80-Jährigen gegeben wird, in Deutschland eben nur eine Zulassung bekommt für die Gruppe der 18- bis 64-Jährigen. Das soll auch vermeiden, dass die Bevölkerung denkt, es ist eine Notzulassung. Deutschland hat sich gegen Notzulassung ausgesprochen. Wir müssen jetzt mit der Situation neu umgehen. Wir müssen vor allen Dingen auch sehen, dass wir den BioNTech-Pfizer und auch den Moderna-Impfstoff jetzt in den Gruppen haben, die über 64 sind. Tendenziell, wenn man den Statistiken nachgeht, hat der BioNTech-Pfizer oder auch der Moderna-Impfstoff eine höheren Wirkungsgrad nach der zweiten Impfung als der Impfstoff von AstraZeneca. Der AstraZeneca-Impfstoff liegt immer noch weit über jeder Wirkung eines Grippeimpfstoffes oder auch eines Lungenentzündungsimpfstoffes. Ich würde mich bedenkenlos damit impfen lassen. Ganz wichtig ist, er ist gut zu transportieren. Wir können auch viel mehr lokal machen, wenn genügend Impfstoff zur Verfügung steht, wie ich eben gesagt habe. Ich hatte es letztlich schon mal gesagt, der beste Impfstoff in Deutschland ist der, der gerade vorhanden ist und der für meine Altersgruppe zugelassen ist. Sie sprachen das Thema Transport von Impfstoff gerade an. Nun hörte ich diese Tage vom Gesundheitsminister in Nordrhein-Westfalen, dass er froh darüber sei, dass man jetzt die Pflegebedürftigen mit dem Krankenwagen zum Transport nach Salzkotten fahren dürfe. Das heißt, jemand ist Pflegestufe 3, wird dann transportiert bis dahin und wieder zurücktransportiert. Die entsprechenden Krankentransporte müssen danach wieder komplett desinfiziert werden. Das kann es doch nicht sein auf Zukunft. Ja, das glaube ich auch nicht, dass sich das durchsetzen wird. Ich glaube, dass es wirklich auch eine Einrichtung ist für mobile Patienten, dass es auch nicht eine Einrichtung ist, wo 10 Krankenwagen hintereinander stehen, um dann pflegebedürftige Patienten mit der Trage reinzubringen. Das war am Anfang so, als wir nicht wussten, ob der BioNTech-Pfizer-Impfstoff oder auch der Moderna-Impfstoff transportiert und lagerungsfähig ist bei Kühlschranktemperatur und dann auch über mehrere Tage verimpft werden kann. Wenn er aufgezogen ist, kann er immer noch 5 Stunden verimpft werden, auch bei Hausbesuchen. Da wird sich was ändern. Es wird dabei bleiben, mobil und möglich das Impfzentrum aufsuchen und es wird eine Strategie geben, dass auch die Gruppe der 80-Jährigen, die nicht mobil sind, nicht mit einem Krankenwagen transportiert werden müssen, sondern dass die zu Hause geimpft werden können. Das wird eine Woche länger dauern möglicherweise, aber da wird die Landesregierung ganz bestimmt dran arbeiten. Nun gibt es derzeit deutschlandweit eine starke Diskussion darüber, wie gehen wir mit Geimpften um? Können wir die Lockerungen bei den Geimpften bereits etwas vorziehen? Können die sich wieder frei bewegen? Es gibt aber auch Meinungen, dass man sagt, tragen Sie weiterhin Maske, denn Sie können ein Überträger sein der Zukunft, obwohl Sie vielleicht selber nicht mehr gesundheitsgefährdend sind. Ja, das muss man klipp und klar sagen. Die ganze Diskussion kann man zum jetzigen Zeitpunkt nicht führen. Wir müssen Maske tragen, wir müssen Abstand halten, wir müssen belüften, bis wir eine Durchimpfungsrate von weit über 60-70% haben. Oder bis Studien belegen, dass man als Geimpfter nicht mehr ansteckend sein kann. Das ist momentan nicht der Fall. Wir haben die Ausbrüche teilweise in Altenheimen gesehen, wo gesagt wurde, aber die hatten doch schon die erste Impfung, sind trotzdem eine Woche später krank geworden und es sind ja auch Todesfälle bundesweit wieder zu beklagen. Ja, die hatten das Virus schon 10 bis 14 Tage im Körper, sind dann geimpft worden. Nach der Impfung habe ich keinen direkten Schutz. Ich brauche bei den jetzigen Impfstoffen, die verimpft worden werden, BioNTech und Pfizer, brauche ich erstmal meine zweite Impfung und eine Woche später habe ich erst den 90-prozentigen Schutz, vorher habe ich den 50-prozentigen Schutz. Stand heute kann ich trotzdem weiter Ausscheider sein, treffe ich auf einen Nicht-Geimpften, mache ich den krank und das geht erst, wenn ich auf möglichst viele Geimpfte treffe, die ich dann nicht mehr krank machen kann. Sie sprachen das Thema Altenheime gerade an, da ist mir ein Stein vom Herzen gefallen, als ich gehört habe, beide Altenheime in Höfloff sind zweimal durchgeimpft worden, dank auch Ihres Teams. Wie sind die Verträglichkeiten? Gibt es erste Reaktionen von den Bewohnern? Gibt es erste Impfreaktionen? Gibt es positive Signale, dass wirklich auch dann zukünftig in den Altenheimen nichts mehr passiert? Ja, ich denke schon. Wir haben in 3 Einrichtungen bis jetzt 800 Erst- und Zweitimpfungen durchgeführt. In einer Einrichtung werden noch 45 Zweitimpfungen nächste Woche durchgeführt. Die Verträglichkeit bei den Bewohnerinnen und Bewohnern war sehr gut. Wir haben in der Gruppe der Angestellten und der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei der Zweitimpfung einige gehabt, die grippeähnliche Symptome, was wir auch beschrieben hatten, Impfreaktionen, wie ich sie auch nach einer Tetanusspritze, nach einer Grippespritze kriegen kann, bekommen haben, also Gliederschmerzen, Krankheitsgefühl, Kopfschmerzen,
Auch Schwindelgefühle, schwere Nebenwirkungen haben wir zu keinem Zeitpunkt gesehen. Die Verträglichkeit ist für eine Impfung, wenn man denn es im Vergleich sieht, zur Corona-Erkrankung wirklich gut. Ein Thema möchte ich noch ansprechen, das ist das Thema Impftransporte. Wir haben ja derzeit noch die zentralen Impfungen in Salzkotten. Viele machen sich jetzt auf den Weg, viele wollen aber auch anderen helfen. Es gibt auch Angebote aus der Bevölkerung heraus, Impffahrten durchzuführen, auch größere Transporte vielleicht mit Bullis oder Bussen dort anzuvisieren. Wie stehen Sie dazu? Ist das hilfreich? Ja, also man muss da kritisch zustehen. Es ist immer eine Frage, wenn man sowas anbietet. Es darf nicht dazu kommen, dass man dann 4 oder 5 Personenhaushalte in einem Transportfahrzeug hat. Es sind strenge Desinfektionsauflagen erforderlich. Wir haben das eben schon im Beispiel des Krankentransportes gesehen. Jeder, der die Möglichkeit hat, Freund, Bekannt, Angehörige, Sohn, Tochter, das wahrzunehmen, sollte es tun. Der anderen Gruppe rate ich wirklich auch aufzupassen, sowohl im öffentlichen Nahverkehr als auch in Massentransportwagen. Wir werden das bei der Feuerwehr auch umsetzen. Wir können nicht mit 9 Haushalten in einem MTW zum Impfzentrum fahren. Wir werden zuwarten, wir werden Regelungen finden. Da ist der Kreis Paderborn sicherlich auch mit im Boot, dass auch vor Ort die Feuerwehren geimpft werden können. Und Bürgerinnen und Bürger, die keine Möglichkeit haben, werden wir nicht mit Massentransporten zu den Impfzentren fahren können, sondern lieber noch eine Woche zuwarten. Ja, wir verweisen hier auch auf die Taxiunternehmen, die tatsächlich geschult sind, die ausgebildet sind für solche Fahrten. Und wir werden auch in besonderen Härtefällen, tatsächlich in besonderen Härtefällen Unterstützung dann denjenigen bieten, die nach Salzkotten transportiert werden müssen, es aber nicht alleine oder zusammen mit Angehörigen können. Ausblick für die Zukunft, Herr Dr. Schnall, wie lange müssen wir noch mit der Situation leben? Wann können wir zumindest wieder mal an der Theke stehen und uns vielleicht auch ein Gläschen Bier zusammen trinken? Ja, ich glaube, ich bleibe bei meinen Aussagen von den letzten Malen. Ich bin, wie Herr Spahn, auch der Meinung, dass wir bis zum Sommer, bis zu den Sommerferien jedem Bundesbürger ein Impfangebot gemacht haben können. Wenn die Zweitimpfung durch ist und dann auch jeder zum zweiten Mal geimpft ist, denke ich, dass es im Bereich der Sommerferien oder kurz danach liegen wird, dass wir sagen können, es gibt wieder Veranstaltungen, vor allen Dingen auch Außenveranstaltungen, vor allen Dingen auch Veranstaltungen, wo man dann wieder ohne Maske stehen kann. Natürlich, ich glaube, auch die Hygienemaßnahmen werden dauerhaft besser bleiben in Deutschland, als sie vor der Pandemie waren. Das ist aber auch nicht verkehrt. Aber ich glaube, dass wir Richtung Frühherbst, Spätsommer auch wieder unser Bier zusammen trinken können. Höfle Markt mit Lederhosen. Auf jeden Fall. Das ist Dr. Schnaider. Bisher hat er immer recht gehabt mit seinen Prognosen. So hoffen wir es auch diesmal. Von daher ein herzliches Dankeschön dafür. Sie haben uns Mut gemacht für die nächsten Monate.